Moin liebe Tricks und willkommen zu diesem neuen Video. Heute das lang ersehnte Anaconda-Tutorial mit Stargast Julian Bam. Spaß, das habe ich gesagt. Moin liebe Trickster, willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt lange darauf gewartet. Unser Frag Mr. Trickster ist jetzt ein halbes Jahr her und ihr solltet 3000 Likes auf das Video draufknallen für ein Anaconda-Tutorial. Und das habt ihr jetzt endlich geschafft und jetzt ist es soweit. Jetzt gibt es das Anaconda-Tutorial. Ich würde mal sagen, Daumen hoch schon mal an dieser Stelle für diese krasse Aktion, oder? Heute kein Dab. No Dab Challenge wie im letzten Video. Wir machen das jetzt so. Ich bin eine relative Anaconda-Niete. High ist dafür umso professioneller, was das angeht. Deshalb überlasse ich das Erklären einfach mal dem Pro. Mit welchem Deck erklärst du das, Bro? Ja, ich würde mal sagen, auf geht's, oder? Ich finde, das sieht so sau nice in deine Brille aus mit dem Ringlight, Alter. Das sieht so voll cool aus, Mann. Sieht aus wie so ein Alien. Okay, nimm mal ab und geh mal ganz nah an das Licht dran, dass du mal siehst, wie das aussieht, oder? Aber so siehst du mit Ringlight aus. Nice, ne? Krank. Erstmal vielleicht ein paar Hinweise, die ich persönlich... echt wichtig... Alter, wie der sich freut über diesen Fan. Erstmal ist es wichtig, ihr braucht ein neues Deck. Das heißt, ab Januar kauft ihr auf jeden Fall ein Somnium-Deck für euren Anaconda. Nein, aber es ist wirklich, ihr braucht ein relativ neues Deck, denn je älter das Deck, desto hässlicher die Anaconda. Richtig. Dann, Punkt 2. Halt mal das Deck so ein bisschen seitlich in die Kamera. Die Leute werden sehen, ein Deck hat immer eine Krümmung. Dieses Deck ist neu ausgepackt, deswegen hat es noch keine Krümmung und man kann es beidseitig machen sozusagen. Oh, Dead Face Reveal. Wenn ihr jetzt aber, warte mal, ich suche mal hier so ein altes, dein Teddy Ho oder so. Genau, das Teddy Ho ist so richtig ekelhaft und ihr seht, das hat eine Krümmung nach vorne, ja, weil High viel springt damit. Das heißt, bei diesem Deck ist es sinnvoll, das so rumzuhalten, face up. Also die Krümmung muss nach unten zeigen. Mit Krümmung nach unten habt ihr die ideale Anaconda, weil ihr welche Voraussetzungen habt. Bro, was müssen die können, wenn die Anaconda machen wollen? The Dribble. Ja, ihr müsst Karten dribbeln können. Den Dribble habe ich euch schon erklärt. Da oben in der Infokarte kommt ihr zum Video. Lernt erstmal vernünftig dribbeln. Ihr müsst jede Karte einzeln abdribbeln können. Jede einzelne Karte, oder? Auf jeden Fall. Ja, Mann, auf jeden Fall. Das Ganze muss wirklich so bei euch aussehen. Ja, jede einzelne Karte. Ihr könnt das so über das Seitwärtsdribbeln überprüfen. Fallen die Karten gleichmäßig, dann habt ihr den perfekten Dribble drauf und dann erst könnt ihr Anaconda machen. Ich glaube, das war alles an Theorie dahinter, was ich euch hätte sagen können. Nochmal kurzer Disclaimer. Warum machen wir jetzt öffentlich kostenfrei auf YouTube dieses Tutorial? Oh, das Hi-Hi. Der Move Anaconda wurde von Bone Ho erfunden und ich glaube im Jahr 2003 veröffentlicht und 2005 meiner Ansicht nach kam ein Tutorial dazu online, beziehungsweise in den Handel. Das Problem ist aber, diese Anleitung hat er dann kurz darauf wieder entfernt. Das heißt, es gibt kein offizielles Tutorial mehr dazu, wie die Anaconda wirklich geht, dem Erfinder nach sozusagen. Seitdem kursieren unglaublich viele Tutorials, vor allem im englischsprachigen Raum, einfach damit die Cardistry-Szene weiterhin diesen Move ausüben kann, dass dieser Move weiterhin etabliert bleibt. Und wir wollen diesen Move in die deutsche Cardistry-Szene bringen, denn es gibt, glaube ich, noch kein wirklich gutes deutsches Anaconda-Tutorial. Deswegen haben wir uns jetzt gedacht, die Community muss weiterleben. Damit dieser Move am Leben bleiben kann, geben wir unser Wissen jetzt an euch weiter. Wie gesagt, es ist nichts mehr da. Wie sollen wir Deutschen jetzt die Anaconda lernen? Über dieses Video. Das ist die Antwort. Hi. Go. Oh, diese Karten sind so wunderschön. Oh, shish. Okay, so Bro, einmal Anaconda bitte. Ihr haltet die Stack in eurem Biddle Grip. Genau, den Dribble habe ich euch erklärt. Infokarte. Genau, also, falls ihr den schon gesehen habt. Ja, warum? Ihr versucht, die drei Finger hier oben gerade wie möglich zu halten. Euer Daumen hier in der linken Ecke. Und ihr tut nichts anderes als dribbeln, was ihr wahrscheinlich schon gelernt habt. Genau, und das Wichtigste ist, achtet da wirklich beim Anaconda drauf, es muss über den Daumen stattfinden, ja? Nicht hier hinten über die drei Finger dribbeln. Nicht gleichmäßig von beiden Seiten fallen lassen, sondern wirklich über den Daumen dribbeln, denn am Ende neigen sich die Karten ja etwas. Mach mal vielleicht einen Anaconda, dass die Leute diese Neigung sehen. Was auch wichtig ist, euer Indexfinger rückt hier ebenfalls nach unten, wenn euer Daumen nach oben geht, ja? Das ist auch mal ganz wichtig. Dass es halt auch wirklich nur über den Daumen geht. Ganz leicht nur. Also den nicht so doll drücken, einfach nur einfach Widerstand geben, ja? Also gleichzeitig zieht er mit dem Daumen nach oben, ne? Die dribbelt. Und ihr neigt ganz leicht nach vorne, ja? Ja, das kommt gleich vielleicht. Genau. Ich wollte erstmal, mach es mal ein, dass die... Genau, warte, mach nochmal. Ja, ihr seht, die Karten neigen sich nach vorne, dass sie gerade nach vorne zeigen. Das ist wichtig, okay? Genau. Was macht die linke Hand? Vielleicht erstmal zur linken Hand. Die ist nämlich genauso wichtig. Eure linke Hand, vielleicht sind die anderen schon mit dem Card Spring vertraut. Da geht er so hier. Und eure Hand ist im Straddle-Grip-Position. Ja, warte, also nimm mal das Deck in Straddle-Grip in die Hand. Oben ist der Zeigefinger an der kurzen Kante, unten der kleine Finger, das ist wichtig. Und die übrigen rechts an der Seite, der Daumen hat nichts mit dem Deck zu tun. Der Daumen braucht das Deck nicht halten. Du kannst jetzt umdrehen und du lässt die Karten nicht fallen. Siehst du, das ist der Straddle-Grip, genau. Ihr übertreibt diesen Straddle-Grip jetzt total. Ihr extendet die Finger richtig so weit ihr könnt, so ein bisschen Metal-mäßig, so ohne Satansanbetung und so, sodass ihr die Karten wirklich sauber auffangt. Das ist ein wichtiger Schritt. Die können nicht raus. Genau, denn sonst könnt ihr
so viel dribbeln und springen und whatever, so viel ihr wollt. Die Karten fliegen euch um die Ohren. Wichtiger Tipp noch vorweg, dann halte ich die Schnauze und lass High erklären. Und zwar, wenn ihr das übt, setzt euch vielleicht auf den Boden oder auf ein Bett. Ja, sehr empfehlenswert. Ist nicht so angenehm, wenn man auf dem Stuhl sitzt, weil ihr werdet die Karten ohne Ende, ohne Ende droppen. Ja, die werden euch die ganze Zeit runterfallen und das ist wirklich nervig, sich da runter zu beugen. Deswegen auf dem Bett oder auf dem Boden. Und jetzt, liebe Freunde, übernimmt High. Sorry. So, willkommen zurück. Nach dem Werbeunterbrechung. Ja, okay, komm, gib alles. So. Ich glaube an dich, Bro. Ihr seid ich glaub hier. An dich, Mann. Ihr kennt den Dribble. Bro, ich glaube an dich. Straddle Grip ist hier. Ja. Dribbelt die ersten Karten, es ist wichtig, dass die ersten Karten, die runterfallen, schon in diesen Griff fallen, ja? Ja. Das ist dann so das Fundament für die anderen Karten, die runterfallen werden. Genau, da, so, wo die ersten Karten geben, gelandet geben, sind, genau, da landen die anderen. Sie geben die Richtung an, ja, die ersten Karten, die runterfallen, ja? Mhm. Gleichzeitig, wenn ihr die Karten fallen lässt, geht ihr automatisch mit dieser Hand hier leicht nach unten, ja? Auch mit der rechten, oder? Ja. Nee, 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 also klar, ihr geht nach unten. Genau. Und das ist wichtig. Gleichzeitig nach oben. Die rechte Hand geht dann nach oben. Also wenn ihr Linkshänder seid, dann. Ja. Ja, andere Richtung. Auf jeden Fall zieht ihr die Karten, während ihr dribbelt, so schnell. Ich mach mal kurz so. So schnell wie möglich nach oben. Und auch dann gleichzeitig wieder runter, ja? Genau. Aber nicht so, dass die Karten knicken und kaputt gehen, sondern einfach ganz normal, locker einfach fallen lassen, mhm, und dafür sorgen, dass die Karten dann auch an dieser Stelle vielleicht nochmal eine wichtige Faustregel für euch. Ihr müsst die rechte Hand in derselben Geschwindigkeit hochnehmen, in der ihr die Karten abdribbelt. Also wenn ihr eine große, ganz, ganz hohe Anaconda machen wollt, müsst ihr die Karten auch entsprechend schnell dribbeln. Ich höre zum Beispiel auch vom Geräusch her schon einen Unterschied zwischen der Anaconda von High und der von Erik Greiner, weil Erik geht einfach so gefühlt 30 Meter hoch und dafür ist die bei ihm auch, die knallt richtig rein. Er dribbelt die ganz, ganz hart, dass sie ganz schnell fallen, damit er die rechte Hand ganz schnell ganz hochziehen kann. Ja. High geht so, ich würde schätzen, ungefähr einen Meter hoch. Und bei diesem Meter-Anaconda muss er natürlich, wenn er zum Beispiel eine Sekunde hochgehen würde und eine Sekunde runter, dann müsste er auch mit einem Meter pro Sekunde auch dribbeln in derselben, ja, Geschwindigkeit. Ja. Also je größer euer Anaconda werden soll, desto schneller müsst ihr nach oben ziehen und auch wieder runtergreifen, weil sonst, genau, fliegt das durcheinander. Ich mache den nicht so ganz groß, ich mache den mittelmäßig, also nicht so klein und nicht so groß, weil ich damit auch noch ein bisschen Kontrolle drüber habe. Ne? Mhm. Weil es bringt mir halt auch kein großer Anaconda, damit, dann, wenn ich danach 30 Karten aufheben muss. Genau. Wenn ihr versteht, was ich meine. Riffle Fan Tutorial ist übrigens auf dem Kanal von High Online. Also wenn ihr das Ganze lernen wollt, Infokarte da oben, er hat mit genau diesem Deck erklärt. Denn das ist das Cardistry Touch Deck und Dimitri Alieri von Cardistry Touch hat den Riffle Fan erfunden. Jo, schmeiß! Sorry. Der hat ihn erfunden, also von daher. Ganz genau, Schritt für Schritt den Ablauf. Wann bewegt sich welche Hand wohin? Weil wir haben jetzt die Grundlagen erklärt, aber wir haben ja immer noch nicht erklärt, wie man den durchführt. Jo, schmeiß weg. Also ihr seht schon auch, die Pros lassen Karten fallen und das gehört auch dazu. Dann erklär jetzt mal. Also, wir starten im Prinzip so auf kurz unter Brusthöhe, richtig? Mhm. So, genau, kurz unter Brusthöhe. Ihr seht, da ist ein heißer Nippel. Da sind die Karten. Ja, entschuldigt. Muss ich zensieren. Ja, ja. Von dieser Position aus geht ihr jetzt runter. Wir machen mal, versuchen mal Anaconda in Zeitlupe, so gut es geht. Natürlich geht das nicht ganz bis zum Dribble, aber genau. Ihr habt gesehen, was passiert ist. Er startet oben, geht runter, gibt den Karten dadurch einen Kick. Und aus diesem Kick heraus nehmen die Karten eine linienförmige Bewegung an. Ja? Jetzt erklär mal Schritt für Schritt, wann macht welche Hand was. Also, die linke Hand ist im Straddle Grip. Linke Hand ist im Straddle Grip, schön übertreiben. Rechte Hand in Biddle Grip, bereit für den Dribble. Ja. So, ja, ihr geht in diese Position. Geht langsam runter, geht langsam hoch. Während ihr hochgeht, dribbelt schon die ersten Karten. Zieht nach oben so hoch, wie ihr euch traut. Und wichtig, dabei macht die rechte Hand was beim Hochgehen? Leicht nach oben gehen und auch wieder Bewegung mitgehen, ja? Und nach vorne neigen, richtig? Freunde, ich probiere kurz was aus. Ich gehe eben in 50 Frames pro Sekunde, damit ich wenigstens zweifache Zeitloop machen kann. Warte. Ihr geht dann nach oben und auf dem Weg nach oben neigt ihr das Deck langsam immer weiter nach vorne. Ja, also im Prinzip. Mach mal, ohne zu dribbeln, nimm mal das Deck in die rechte Hand und zeig mal, wie es ablaufen würde. Ja, ihr geht im Prinzip, ihr haltet das Deck in der Hand und im Hochgehen neigt ihr es langsam nach vorne, damit die in einer geraden Linie runterfallen, ja, und nach vorne zeigen. Ich mache euch jetzt nochmal kurz einen Slow-Mo und ihr seht, die Karten zeigen nach vorne. Mach mal einen vernünftigen Anaconda. Die neigen sich nach vorne. Genau, mach mal einen normalen Anaconda. So würde ich es machen. Genau, also zeig mal. Seht ihr, die Rückseiten der Karten. Seht ihr? Weil Heidi über den Daumen runterfallen lässt, mach mal, und die Hand auf dem Weg nach oben leicht nach vorne neigt. Key ist wirklich das Dribbeln. Das andere macht sich von alleine. Ihr müsst wirklich selbstbewusst sein, ihr müsst jede einzelne Karte einzeln dribbeln können. Und mit Druck dribbeln, das sehe ich auch ganz oft falsch, dass die Leute, mach mal so einen ganz langsamen, genau, mach mal so einen normalen Dribble erstmal, einfach nur Dribble erstmal, ohne Anaconda.
Ja, wenn ihr so ganz chillig dribbelt und daraus versucht, einen Anaconda zu machen, ja, dann wird die erstens nicht groß, zweitens neigt die sich nicht nach vorne, ihr kriegt keine Linie und drittens sieht die halt kacke aus und ihr verliert Karten auf dem Weg nach oben. Deswegen richtig Druck drauf, ordentlich mit Druck dribbeln. Je doller und schneller ihr dribbelt, desto höher könnt ihr gehen. Und dann wird das mit der Zeit. Und ein ganz wichtiger Tipp ist, wenn ihr ein Handy habt oder ihr habt einen Kumpel, der so ein Handy hat, mit Zeitlupenfunktion, ja, das irgendwie in 120 oder 240 Frames pro Sekunde aufnehmen kann, dass ihr irgendwie achtfache Zeitlupe oder so machen könnt, leiht euch das aus oder wenn ihr selber auch habt, nutzt diese Funktion, nehmt euren Anaconda in Slow-Mo auf und vergleicht ihn mit den Slow-Mo-Anacondas von Hai und guckt, wo sind eure Schwachpunkte? Sind es die ersten, die mittleren oder die letzten Karten? Was ist bei euch anders? Wie könnt ihr es anpassen? Ja, das ist auch mal ein wichtiger Tipp. Au, Mann, hab ich gedabbt. Fast gedabbt. Oh. Fast gedabbt. Stell mir vor, jetzt würde ich dabben. Din, 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 din. Ja, Bro, ich find's irgendwie schwierig, ein Tutorial zum Anaconda zu machen. Also eigentlich. Ja, ich denke, manchmal alles Essentielle erzählt: den Grip, die Position rechte, linke Hand, Timing haben wir erklärt, wann macht man was am besten. Genau, und die linke Hand bleibt unten, oder? Die linke Hand bleibt die ganze Zeit, wo sie ist. Die bleibt eigentlich, wo sie ist. Das ja. ist anders Wenn als beim Spring. Wenn ihr größer habt, dann geht ihr natürlich hier ein bisschen runter. Und genau. Probier's mal. Kannst du das? Ein bisschen höher. Probier mal. Bisschen runtergehen mit der linken Hand. Habt ihr gesehen? Warte, ich muss noch weiter weg. Probier nochmal. Ja. Aber ihr könnt von hier aus starten und dann halt runtergehen, ne? Ja. Aber es ist wichtig halt, ist diese Hand hier. Genau, es ist nicht wie beim Dribble. Spring. Beim Spring geht ihr mit der linken Hand nach, ja, und schließt mit links. Bei Anaconda, erstens springt ihr nicht, sondern dribbelt und zweitens schließt ihr mit der rechten Hand wieder, damit ihr schön eine in der Luft stehende Schlange bekommt. Ja. Ich glaube, das wäre so alles, was man erklären kann dazu, oder? Oh, oh. It's been a long day. Love it. It's been a long day without you, my friend. And I tell you all about it. Bro, ist alles gut bei dir? Bleib mal genauso wie du bist. Wein mal weiter. Schön weiter weinen. Was? Ah! Und so, liebe Freunde, macht ihr eure Anaconda ganz, ganz groß. Dankeschön, dass ihr euch dieses Tutorial angeschaut habt. Hi, willst du irgendwas sagen noch so? Dankeschön, genau. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Und vergesst den Daumen nach oben nicht und abonniert Hi. Haut auf jeden Fall rein. Ich mache da coole Clips. Und ja, Somnium ist auf jeden Fall auch am Start auf meinem Insta-Account. Hi, Xdo. Hi, Xdo. Mr. Trixer. Mr. was? Mr. Trixer? Mr. Trixel und Hi, Xdo für Somnium-Clips und Cardusy Magic. Alles rum und ran. Und weißt du, was das Schöne ist? Wir sehen uns morgen schon wieder zum nächsten Video. Denkt dran! Adventskalender, morgen nächstes Video, 14 Uhr. Und ich habe gehört, Somnium Face Review morgen. Wir revealen nicht nur eine Karte, wir revealen morgen zwei Karten. Ne? Und es gibt eine krasse Verlosung, ihr könnt 5 Prototypen gewinnen. Also die Proto-Prototypen, ne? So heiß schon tot. Ihr könnt die Proto-Prototypen gewinnen, ja? Nicht die Prototypen, sondern die Proto-Prototypen. Überheftig. Allerersten. Sammlerwert ersten. 500 Milliarden Euro. Mindestens. So. Bill Gates holt sich das erste, Steve Jobs das zweite so, voll aus dem Paradies und so. Und Hashtag RIP Steve Jobs. Wir sehen uns morgen und jetzt kommt die überkrass dank Endcard. Viel Spaß dabei und... Oh nein.